Nee, nein, achso, du warst ja gar nicht da, Alex. Nee, ich hatte halt ja diese Sachen als Let's Play-Folgen gemacht, hochgeladen auf YouTube. Das habe ich jetzt aber gelöscht alles, weil das hat mich irgendwie, hat mir das beim Stream nicht so Spaß gemacht, das im Hinterkopf immer zu haben, dass das noch so in Folgen geschnitten wird und so. Dadurch habe ich anders gespielt. Und das nervte mich. Ich will lieber so spielen, wie ich es jetzt mache. Das macht mir mehr Spaß. Das Game toppt in einigen Dingen Elden Ring zum Beispiel. Da hast du schon die erste Region gemacht? Ich renne halt überall ein bisschen rum, ne? Ich habe ein bisschen im inneren Hyrule, ich habe hier ein bisschen gemacht, da oben, da unten. Bin überall. Eigentlich wäre es cool, alle Türme schon mal zu haben. Das finde ich eigentlich sehr wichtig, die ganze Karte aufzudecken. Also ich glaube, dass es hier auch wieder an die 100 Schreine plus gibt. Und wie viele haben wir jetzt? 14? Aber wir haben noch nicht mal ansatzweise die Hälfte, denke ich mal. Extrem weit entfernt davon. Nee, überhaupt nicht, Ginny. So gar nicht. Was hast du gelesen, Alex? Alles klar. Ja, ich bin sogar nachts aufgewacht und konnte einfach nicht mehr pennen. Hab das die ganze Zeit im Kopf gehabt. Wie schlimm war. Wie? Das muss ja einen schon echt nerven, wenn das die ganze Zeit in der Birne ist. Das hat mich die letzten Tage wahrscheinlich doch ein bisschen mehr beschäftigt, als ich dachte. Jetzt noch besser, ja. Nee, das ist dieselbe Map. Es stört mich irgendwie so null. Ich hätte auch erst gedacht, hey, das ist dieselbe Map. Okay, wir haben 14. Hier könnt ihr es mal sehen. Was bedeutet die 2? Das sind ja gar nicht die Erinnerungen. Okay. Nochmal? Das hatten wir doch schon. Na gut. Nee, ich dachte halt auch erst, das könnte ein bisschen nerven, es ist dieselbe Map. Ich finde, glaube ich, gerade, weil es dieselbe Map ist, finde ich das sogar richtig geil, weil ich mich ein bisschen auskenne und so. Im Endeffekt bin ich, welche sagen, man ist wieder zu Hause, aber es ist alles neu. Es hat irgendwie schon was. Irgendwie macht das Ganze sogar teilweise auch irgendwie geil. Wahrscheinlich, also jetzt nochmal einen dritten Teil natürlich rausbringen, der das Ganze nochmal wieder nutzt. Ist ja Quatsch, ne? Wäre Quatsch, aber. Das wäre natürlich Quatsch. Age of Calamity ist ja so gesehen, wenn man so will. Trilogie ist da. Achso. Ja, es klingt. All eure Häupter zu durchbohren. Oh, nicht getroffen. Eigentlich sind die einfacher zu treffen. Die haben drei Augen. Kusami, moin und danke. Meinst du jetzt, hast du die neuen Sachen schon gesehen, oder wie? Also ein paar Sachen habe ich natürlich jetzt heute gelöscht davon, die Let's Play-Folgen, aber die Guides sind natürlich da. Guides-Infos, da wird es so viele geben. Warte ab. Das Spiel muss ich auch immer erstmal durchkriegen. Aber es kommt heute noch ein bisschen mehr Guides. Also ich mache wahrscheinlich noch zwei Guides heute. Ich würde noch mehr machen. Der Grund ist aber, warum nur drei pro Tag insgesamt. Die Leute auf YouTube kriegen nur jeweils binnen von 24 Stunden drei Benachrichtigungen. Also wenn das erste Video rauskommt, ab da an 24 Stunden. Und wenn ich dann noch zwei Videos hochlade, kriegen die Abonnenten auch noch eine Benachrichtigung. Aber wenn ich dann ein viertes Video hochlade in 24 Stunden, kriegen die das nicht. Deshalb mache ich meistens nur drei pro Videos pro Tag. Weil ich finde es ganz gut, wenn die Abonnenten das auch ein bisschen mitkriegen. Egal, ob sie es brauchen oder nicht. Vielleicht gucken sich die Leute es auch so gerne mal an. Zu gucken, was ich für eine Lösung hatte. Außerdem pusht das auch ein bisschen die Videos, wenn sie es angucken, ne? Profitiere ich ja auch ein bisschen von. Okay, so. Der bodenlose See, ja? Das ist hier unten dann. Okay. Dann hätte ich eine Idee, da ich da keinen Turm in der Nähe habe, werden wir von oben einfach mal runterspringen hier. Das ist ein bisschen angenehmer. Mach mal kurz weg. Alles klar. Der Nevis hat ein hartes Leben. Rechts davon ist. Ja, wenn das derselbe Stall ist wie im BOTW noch, dann weiß ich, wo der ist. Ob sie den verändert haben, nicht. Wie ist es denn für euch anderen? Findet ihr das schlimm, dass dies dieselbe Map ist? Stört euch das auf irgendeine Art und Weise? Oder findet ihr das sogar gerade ganz gut, dass ihr eine Map spielt, die ihr schon kennt? Überwiegend kennt. Da hinten, ne?
Ist das der vor mir? Das ist. Nein, da unten ist es. Da. Ach, der ist das. Okay. Das ist der Stall der Sümpfe. Oh, da ist ja noch eine Cutscene. Gleich mal holen. Sieht aus wie ein. Eine Eidechse. Ist das Titan? Oder so? Ehemaligen Titan? Taji Quatschschrein. Stall der Sümpfe sehe ich noch gar nicht auf der Karte. Hey, der Hund. Hast ihn gekriegt? Hast ihn gekriegt? Super. Nee, das ist Stall am Fluss. Den meinst du gar nicht. Den meinst du überhaupt nicht. Das ist der Falsche. Shit. Nee, das ist er nicht. Meine kleinen Gefiedernfreunde, zwischen von etwas, das meine Aufmerksamkeit erregte. Einige Stammgäste mit Reservierung werden schon seit geraumer Zeit im Stall erwartet, sind aber nicht angekommen. Und zwar geht es um den Koch hier, Gottrick. Sind wir doch jetzt wieder bei Elden Ring gelandet? Aber was kommt noch, Tim? Hast du noch mehr dazu? Wegen Elden Ring? Er wollte sich mit den Gästen treffen, um ein Rezept von ihnen zu erlernen, das sie von Prinzessin Zelda persönlich hielten. Ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl. So kann ich nicht schlafen. Gottrick steht schon die ganze Zeit so da und hält Ausschau nach den Gästen. Geht es also um eine Gruppe Gäste, die sich Zeit lässt? Nein, etwas muss ihre Pläne durchkreuzt haben. Und die Tatsache, dass das Rezept von Prinzessin Zelda persönlich stammt, hat vielleicht auch etwas mit zu tun? Das ist mehr als nur Gezwitscher. Voll am Tweeten. Da sollte man einmal nachpicken. Feinschmecker vermisst. Dass es jetzt auch Episoden und so gibt. Also die haben die Sidequest definitiv verbessert. Die haben die Sidequest definitiv verbessert. Die haben denen mehr Tiefe gegeben. Das, was wir ja auch wollten. So, den mache ich erst, aktiviere ich erstmal nur, weil ich auf dem Weg woanders hin bin. Unterhalb des Elbewalds. Der Stall am Fluss, ist der nicht hier oben dann gewesen? Nee, das ist da. Das ist aber der Stall. Ist das nicht der Stall am Wald dann? Ist das nicht der Waldstall? So, ich habe BOTW seit 5 Jahren nicht mehr gespielt. Warst du schon im Untergrund? Ja. Ein bisschen, aber noch nicht viel. Ich habe BOTW seit 5 Jahren nicht mehr gespielt, aber du hast ja meine Streams gesehen, ne? Ich mag seine Vogelwortspiele, das finde ich auch gut. Überhaupt nicht, man erkennt dann viele Orte und man freut sich, die zu sehen. Irgendwie schon, ja? Also diese Bedenken, die man am Anfang hatte, dass es dieselbe Welt ist und blöd wäre, sind überhaupt nicht mehr da. Also ich glaube, ich fliege sogar jetzt schon richtig. Ach, ich wollte die Cutscene noch haben, ne? Ich wollte auch noch die Cutscene haben. Direkt beim Julia-Fluss. Jetzt bin ich mal gespannt. Da lang. Ja, ja, okay. Da hinten, da, ich sehe ihn. Okay, der ist im Wald drinnen, ne? Dass der im Wald drin ist, okay. Also dieses Runterfallen ist super geil, ich liebe es. Man denkt sich jetzt auch wieder, dürfen sie überhaupt noch andere Zelda-Spiele machen, als die, das, was wir jetzt bekommen mit der Welt, dass du von oben so runterfallen kannst und so. Aber gut, wir werden es in 6, 7 Jahren sehen. Wir werden es in 6, 7 Jahren sehen. 2TK ist auf jeden Fall das bessere BOTW. Es gibt eigentlich nichts, was TOTK schlechter macht als BOTW. Überhaupt nichts. Nein, ist das nur Kleinholz, Raspel. Kurintenkacken. Man könnte höchstens sagen, manchmal vermisst man Cryo auch ein bisschen. BB. Denn die Veränderungen sind auch spannend. Wobei es halt ein bisschen komisch ist, dass hier halt überall diese Art von Steine hier sind, ne? Die machen halt irgendwie nichts. Die sind einfach da. Und Bielefelder Mike, moin. Ja gut, ich habe Elden Ring halt nicht so viel gespielt. Also ich bin schon recht weit gewesen, aber ich habe halt nicht mehr so Story-Kram gemacht, nenne ich es jetzt einfach mal. Oh, schon wieder ein goldener Apfel. Was Link übrigens in dem Spiel gar nicht kann, ist rollen. Fällt mir jetzt gerade erstmal so ein. Ich habe gar keine Axt mehr, ne? Schade. Und für Holz muss man jetzt auch mal das hier nutzen, ja. Ah, hier habe ich die Karte nicht.
Es ist wieder so, dass es Titanen gibt? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Aber interessanterweise weiß ich noch nicht, was mit den Titanen überhaupt passiert ist. Das wurde nie gesagt. Und bitte nicht erzählen, wenn ihr es wisst. Bitte nicht erzählen, falls es irgendwo mal thematisiert wird. Das würde ich gerne selber erfahren. Vom Spiel. Was? Ihr hättet mir höchstens eine andere Sache eben sagen können, weil das im Spiel mal steht und ich was wissen wollte. Jetzt sehe ich es nicht mehr. Vorwärtsdrang. Zukak-Schrein. Zukarok-Schrein. Vorwärtsgang. So, dann ist es mal eben wieder den Chat ein bisschen wegblenden. Shrine Time. Mhm. Das sieht interessant aus. Oh. Okay. Verstehe. Verstehe. Kann man eigentlich? Kann man nicht. Aber mich hätte das so genervt. Mich hätte das wirklich jetzt echt gestört, wenn man so neue Sachen hätte mit rausnehmen können im Schrein. Das hat das Ganze so langweilig gemacht. Okay, das war dumm. Gut, dass er den Pfeil behält. Das finde ich ja geil. Das finde ich ja mal geil. Das finde ich super. Okay. Hey, cool, ich kann den ganzen Wagen ja mitnehmen. Vielleicht brauche ich den noch. Ich glaube nicht mehr, oder? Mhm. Nehmen wir den einfach mal mit. Oh, Hilfe! Okay, den aktivieren. Was passiert dann? Kann man den noch rausnehmen? Ja, kann man. Muss man doch bestimmt irgendwo einsetzen, oder? Was ist mit Recall? Also der Sinn, was ich jetzt gerade so sehe, ist eigentlich... ach Quatsch, was mache ich da? Was mache ich da? Wir müssen die Platte nehmen. Man könnte aber auch das Auto nochmal extra nehmen. Aber ich glaube, so geht's auch. Glaube ich zumindest. Weil, warum muss ich die Platte überhaupt nehmen? Ich glaube, was ich jetzt bislang gesehen habe, ist einfach nur, dass die hier hoch muss und die klebt man einfach daran. Die hochgetragen wird. Muss mal kurz gucken. Also irgendwas muss ich wahrscheinlich irgendwie anmachen, dass sich das Ding nach oben bewegt. Noch bewegt sich das nicht. Was ist hiermit? Wofür sind die Dinger hier? Ich habe keine Ahnung, was die sollen. Okay. Mach die Schreine bitte noch länger, wenn es geht. Da oben kann man auch noch lang? Das ist ein riesiger Schrein hier. Ich guck einmal kurz in den Chat rein. Es wird Reckenfähigkeiten passiert. Halt mal einfach nicht mehr. Den Schrein habe ich richtig hart gecheased. Nein, der Fotomodul habe ich. Du musst die Quest mit Robelo machen. Ja, man kann sicherlich ein paar Sachen austricksen. Also, was ich mir jetzt vorstellen könnte, ist, kann ich in der Hand das Ding hochschieben? Ja, aber es bringt mir nichts. Kann ich die Kugel nach oben bringen, indem ich vielleicht einfach eine Erhöhung habe? Die Kugel kriegst du nicht hoch, ne? Kann man die, warte mal, kann man die hier reinpacken? Ah, schade, ich dachte, die bleibt da fest. Dann hätte ich immer einen Schritt höher gemacht. Das wäre natürlich schön gewesen. Ich sehe nichts mehr. Ich weiß halt nicht, was mir das jetzt alles bringt, weil ich krieg den damit doch nicht hochgefahren. Oder etwa doch? Aber ich, nee, dann... Ah, doch, ich verstehe. So, glaube ich. Ah, shit, der ist zu hoch. Wenn er da rüber lang fährt, kann er vielleicht hochgehen. Das berührt er immer noch nicht. Es geht nicht.
Ja, noch eine Platte ranhängen, dass ich niedriger gehen kann. Da geht's noch niedriger. So? Ah, okay. Okay. Probieren wir es mal. Machen wir so. Und warten jetzt. Ich hätte das Ding auch schon anmachen können, ne? Oh nein. Achso, ich bin ja in der Leiter. Alles gut. So. Oh mein Gott, bin ich blöd. Das ist Links Schuld. Nicht meine. Ah, funktioniert leider nicht. Ich hatte jetzt die Hoffnung gehabt, dass das Ding... Ich merke, dass die Dinge in der Mitte sich drehen. Nicht der Reifen. Und wie ist es bei denen hier? Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich den falsch rum gemacht habe, oder was? Vielleicht. Er dreht sich ja immer. Ich sehe das. Ich habe das mit den Pfeilen jetzt erst gesehen. Mann, geh bitte dahin, wo ich jetzt nicht hin will. Nee, der kriegt den nicht nach oben. Das ist nicht die Lösung. Auch so schön gewesen. Achso, weil er auch da dran hängt, ne? Stimmt. Kein Wunder, dass es nicht geht. Das Ding hängt ja auch am Teil dran. Glaube ich zumindest. Wir werden es gleich sehen. Mann, ich kriege das jetzt nicht so umgedreht, wie ich es gerne hätte. So. Ich krieg's nicht hin. Ich will es so ein bisschen schräg haben, ja. Ist am besten, aber nirgendwo festhängt. Ah. Ach, Brett, please. Jetzt rollt der Reifen runter. Danke, jetzt ist es so, wie ich es haben wollte, die ganze Zeit. Meine Güte. Das ist ein Fummelkram manchmal. Der kriegt das Ding trotzdem nicht da hoch. Hä? Ich meine, klar, ich habe noch ein paar mehr Reifen, so ist es nicht. Dass der auch immer viel zu hoch ansetzt, ne? Ich will den mal ganz woanders haben. Jetzt sehen wir viel höher an. In der Mitte. Okay, noch keine Ahnung. Ja, ich bin nicht so der kreativste Mensch, nein. Würde ich jetzt nicht so mich so behaupten. Ich verstehe aber auch das hier jetzt nicht. Das, da habe ich ja schon, ich habe jetzt schon Probleme, das hinzukriegen hier. Mal gucken, wie es danach ist. Der ist mich noch nicht vorbei, der Schrein. Ich habe halt keine Ahnung, wie man das Ding nach oben kriegt mit dem, mit der Kugel gerade. Klar, man könnte sich den Weg hier nehmen, ne? Im Weg ebnen mit den Platten. Und der fährt auf den Platten lang. Aber die Platten reichen, glaube ich, nicht bis da oben hin. Weil müssen die ja auch gar nicht. Müssen die ja überhaupt nicht. Also manche Sachen will man gar nicht machen hier. Und das passiert trotzdem. Der saugt sich halt immer fest dort. Toll. Soll er gar nicht. Also mit diesen Platten könnte man vielleicht einen Weg ebnen. Und dann geht da der Reifen lang. Das könnt ihr vielleicht schaffen. Wenn die Kamera mal ein bisschen besser wäre, wäre schön. Danke.
Wir machen es anders. Boah. Okay, das war jetzt das Spiel. Okay, der packt mich automatisch in meine Mitte. So. Mann, Spiel! Ich sehe nichts. Dass es auch da nicht liegen bleiben will. Das Problem ist... Das ist jetzt das Problem. Warum im Himmels Willen kann ich... Ich kann das nicht bauen. Aber... Moment mal. Oh, ey. Also das ist wirklich hier echt schlimm mit der Cam. So, dann kann ich die von der Kuhle von da oben runterziehen, oder? Oder das Ding doch gar nicht hochfahren lassen. Oder komme ich da nicht ran? Doch. Also das war nicht, wie ich es wollte, aber... Es geht. Also egal. Wie habt ihr das denn gelöst? Herr Robelo ist im Spielposten. Zeigt dir aber auch das Dingens an. Müsst ihr dir pure auch zeigen. Einfach die Hauptquest machen. Nein, wie habt ihr diese Sache gelöst gerade? Die erste Stelle, meine ich. Was hast du da gemacht? Ja, das war das, was ich gerade machen wollte. Dave's Clay. Das war auch meine Überlegung eigentlich gerade. Aber ich glaube, die Sache, die ich gemacht habe, ist am einfachsten. Einfach die Platten beide nehmen und dann daran batschen. Und dann einfach die Kugel so rübernehmen. Ich glaube, so werde ich es auch in dem Video zeigen. Ich finde das wirklich sehr einfach. Ich habe das mit der Straße nicht hingekriegt. Hast du so Zeitumkehr? Zeitumkehr so hochgezogen, dann Zeit... Ach so, mit dem Dingens hochgezogen, dann wieder Zeitumkehr, dass es zu höher hochfährt. Boah, das ist sogar auch ganz gut. Ich glaube, das ist sogar noch besser. Und das ist ja noch einfacher. Okay, der bewegt sich nicht. Okay, ich glaube, das wird jetzt nicht schwer für mich, weil ich heute was gesehen hatte. Wenn das denn geht. Also wird es nicht gehen. Kann ich die... Das sind aber ganz schön große Bretter, ne? Wird das trotzdem funktionieren? Also, ganz ehrlich, er kommt langsam, glaube ich, voran. ist das geil. Ninchi Popinchi. Da warst du vor 5 Minuten. Ja, die Paddeln müssen halt anders sein, ich weiß. Aber ich konnte die nicht ransetzen. Moment, ich mache das jetzt anders. Er hat ein Monster erschaffen. Warte, wir packen das Ding... Ach doch, wir können das Ding noch einfach erstmal rauspacken. So, das passt. Aber die Kugel kann sogar helfen, oder? Ja, die Kugel hilft sogar ein bisschen. Ah, shit, jetzt fällt er genau in die falsche Richtung. Was ist denn das? Oh, ich liebe das. Dadurch hat man echt lustige Momente. Ich wünschte, ich könnte das Ding aber ein bisschen mal drehen. So. Passt das? Ja, jetzt nicht ins Wasser fallen. Danke. So, die Paddeln müssen nämlich so ein bisschen gegensätzlich sein. Aber es ist gerade total kompliziert, was ich das wahrscheinlich mache. Aber ist egal, es ist witzig. Kosami, Dankeschön für den geschenkten Sub. Vielen Dank. So, jetzt müsste das, glaube ich, ein bisschen besser gehen, oder? Ja, wenn ich das richtig hingesetzt hätte. Aber da muss ich aber noch eine bessere Lösung finden, wenn ich ein Video mache. Das wird nichts. Oh, das ist die Truhe. Das ist so. Ah ja, danke für den Sub. Schenken Sub.
Bin ich nie gekommen. Du hast mit dem Paddel heute nur mal irgendwo in einem Video gesehen, dachte ich, versuch's mal. Das war aber auch anders gebaut. Aber das ist irgendwie noch nicht richtig und es funktioniert nicht. Ich frage mich aber gerade, wie du sonst die Dinger in Gang bringen willst. Das Problem ist, die Paddeln gehen auch voll kaputt nach der Zeit. Weil jetzt sind sie schon wieder alle gleich. Du kannst sie natürlich auch weit nach vorne setzen einfach. War das hier ein bisschen ab? Also man kann bestimmt. Ich muss mal gucken, was es noch gibt. Ich wünschte, ich wäre selber drauf gekommen, bin ich leider nicht. Ich habe es vorhin mal gesehen. Da bin ich schon so ehrlich. Oder kann man den nicht von hier oben aus grabben? Die Sachen? Beschießen? Ja, warte mal, ich hab ne geile Idee. Ich habe eine richtig gute Schießidee. Eine Schießidee vor allem. Moment. Wenn das geht. Das weiß ich nicht, ob es geht. Ist das möglich? Ah, das macht schon Spaß. Ist schon geil. Also, ich sag ja, die Schreine sind auf jeden Fall schwerer dadurch. Oder auch wesentlich witziger. Ha! Ist das möglich? Ach nee, das geht. Das geht nicht. Aber Moment mal, Moment mal, Moment mal. Doch, es geht wohl. Könnte ich nicht einfach so machen? Okay, tut mir leid, aber du drehst mir gerade ein bisschen zu sehr am Rad. Ja, Mike, dir auch auf jeden Fall. Dankeschön. Dankeschön für den Sub. Kann ich nicht einfach so machen? Müsste gehen, ne? Ja, wobei schon ein bisschen lang das Brett, dass ich. Es hängt schon irgendwie überall fest hier. Ich kann den nicht richtig hinstellen. Boah. Einmal Cheese sagen. Nein! Falsch hingestellt. Komm immer durch. Hallo? Oder habe ich noch immer den. Mann. Ja, ich hab's scheiße gebaut. Also einfach einen Turm nach oben machen, dass ich den von oben grabben kann. Ich würde es ja gerne anders hinstellen. So. So. Hält das? Natürlich nicht. Okay, die Art und Weise klappt auch nicht so ganz, weil es nicht hält. Oh, es ist aber auch richtig kacke, was ich hier gemacht habe. Es funktioniert überhaupt nicht. Ne, funktioniert nicht. Schade. Das kann man noch. Man kann das bestimmt so bauen, dass es geht. Bestimmt. Aber ich mache es nur gerade schlecht. Jetzt einfach warten. So. Warum denn kompliziert machen und nicht einfach mit Umkehr? Wie stolz sind Sie jetzt auf sich, Herr Streamer? Ziemlich stolz. Ich hab gecheased. Du hast alle Rätsel anders gelöst als ich. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie das beim Wasser besser gehen sollte gerade, wie man das Ding nach vorne bringt. Also ich hätte ein bisschen mit dem Holz noch arbeiten müssen, wahrscheinlich. Mein Floß war ein Auto und ist auf den schmalen Wänden gefahren. Das geht natürlich auch. Ist so, ja, ist auch wirklich so warm. Du hast alle BOTW-Pferde hier.
Also, naja, es gibt halt mehr Möglichkeiten wieder. Das ist halt das Geile, ne? Er hat wieder richtig viele Möglichkeiten, das zu lösen. Fürs Video mal gucken, ob ich, was ich, wie ich das da mache, wenn ich irgendwann ein Video davon mache. Was hast du denn vorgehabt, Kusami? Weil da musst du doch ein paar Bestätigungen machen, oder nicht? Nee, hier ist weniger limitiert, das stimmt. Ach, du wolltest ein eigenes machen. So. Ja, jetzt hast du ein Geschenk, jemandem geschenkt ist. Na gut. Oh, wir sind beim Stall. Da wollte ich eh hin. Aber ich habe Zweier Prämie. Prämie erhalten, genau. Du bekommst also eine Prämie für deine Stallpunkte, stimmt's? Eine Prämie für 3 Stallpunkte ist ein Geschirr. Ach, das meinen die mit Geschirr. Ich kenne mich nicht so aus bei Pferddingenskram da. Dann kann ich es vor Lasten spannen. Ja, zum Beispiel ein Wagen oder einfach etwas, das du. Okay, ja, verstehe schon. Jetzt kenne ich mich damit aus. Diesen ganz besonderen Stoff kannst du in der Färberei von Hathen und die Kluder verwenden. Ah, der macht das. Die Färberei. Oh, schön zu wissen. Ich müsste nur ein paar Mal hier pennen. Wenn ich 7 Mal hier penne. Wenn ich noch ein paar Mal hier penne. Oh, noch ein Treuepreis. Penn mal hier. Dann kann ich nämlich das Marlon-Bett nutzen. Wenn man, glaube ich, muss man noch ein bisschen schaffen. Das Marlon-Bett wird gesegnet vom Pferdegott Marlon. Messer und Gabel und Pferde für die Pferde. Was sonst? Teller auch. Ja, denke ich auch. Marlon-Bett habe ich schon. Schön für dich, Kiro. Schön für dich. Ja, oder? Irgendwas mit Sumpfranel hat er gesagt. Du möchtest also eine Prämie. Ja, bitte, was kriege ich denn jetzt? Ah, Pferdegottstoff. Naja, die Färberin, ja, ich verstehe schon. Oh. Nehmen wir Geld, also können wir das mal kurz machen. Ich will halt wissen, was das ist mit dem Marlon-Bett. Ich will das sehen. Aber egal, Hauptsache es kommt bei dir an. Dankeschön, Kusami. Vor kurzem hat sogar jemand mal gefragt, ob ich so einen Donate-Button habe. Nee, habe ich nicht. Falls es nochmal vorkommen sollte. Hatte ich ja irgendwann mal rausgenommen. Hatte ich mal. Ich glaube, jetzt noch einmal mal gucken, was das jetzt ist. Einfach schon mal die Prämien holen. Die ganzen Prämien holen. Oh. Ich fühl mich Wunderbärchen. Gib Donate-Button. Ich würde eher donaten statt zu subben. Du, wenn die, ich habe ja auch immer gesagt, wenn die Community das gerne möchte, dass sie mir so irgendwie was Gutes tun will, packe ich ihn wieder rein, ja. Aber ich habe immer gesagt, wenn man was macht, finde ich Gift-Subs immer gut. Gift-Subs ist halt auch für Twitch besser. Wegen dem Partnerkram. Dann kann ich ein Pferd mehr registrieren. Okay. Deshalb lieber eigentlich Gift-Subs. Wenn ich das irgendwann mal habe, dann kann ich es ja ändern. Dann brauche ich es ja nicht mehr. Baby in Amor. Auch so warm bei euch, so by the way. Ist das die letzte Treue? Ach nee, das ist nur ein. Warte mal, hatte ich jetzt schon genug? Ich will ja mehr Pferde, brauche ich gerade nicht. Außerdem erhältst du ein Wasser. Diese ganz besondere Server steht allerdings nur Gästen zur Verfügung, die mindestens 7 Stellpunkte gesammelt haben. Gut, dann von vorn. Habe ich noch nicht? Okay. Dann nochmal. Wir wissen, wie stark das ist, weil vielleicht kann ich das Blut gebrauchen irgendwann. Oh. Oh. Tim, Dankeschön. Dankeschön für den Schenkensab an Krosami.
Sami, jetzt hast du es auch. Dankeschön. Jetzt habe ich den Schrein auch. Okay. Boah, das ist auch schon viel, Wilma. Achso, verlängert das Abo. Dankeschön. Dafür gibt es gar keinen Sound, ne? Heißt, glaube ich, dass ich das reinbauen kann. Dankeschön, dass du es gemacht hast. Nimmst du das Gameplay normal in HD auf? In Full HD? Ja. Das ist alles 1080p. Höher das Spiel hat. Ich weiß nicht, ob das Spiel ob 1080p hat. Ich glaube, 900? Hi. Ah, vielen Dank. Vielen Dank, jetzt bei. So, jetzt haben wir doch genug, oder? Die Sounds sind echt komisch. Was? Dieser besondere Surf steht allerdings in nur Gästen zur Verfügung, die mindestens 7 Stallpunkte gesammelt haben. Muss ich die immer erst haben? Und verbraucht die dann immer bei einmal? Oder wie meint der? Ah, ich hab doch schon längst 7. Und ich. Was sind das zwei verschiedene Dinge, was ich hier mache? Ich verstehe es gerade nicht. Ich müsste schon längst 7 haben. Oder man verbraucht die Stallpunkte immer wieder. Deshalb habe ich es hier nicht mehr. Achso, egal. Ist auch egal. Terry! So wichtig ist es jetzt nicht. Ja, deshalb konnte ich mir das auch nicht mehr anhören, Wilma. Das war mir jetzt auch ein bisschen zu blöd. Oh, oh. Mach ich das lieber selber, die Sounds. Immer Pfeile kaufen bei ihm. Wusstet ihr eigentlich schon? Ich hab ein Video gesehen. Also nicht angeguckt, sondern ich hab's Titel und so. Es gibt schon wieder ein Dupe-Glitch. Duplizier-Glitch. Für Waffen und sowas. Oder irgendwie so. Und alle haben. Alle. Was haben wir da noch zu kaufen? Spurkröte, Löschflügler, Fettkröte. Die Fettkröte, nicht die Fettkröte. So, okay. Wollen wir noch den Turm? Und dann gehen wir zur Cutscene, würde ich sagen. Dann ist. Oh, da ganz hinten ist noch ein Turm. Was ist das denn? Der Turm hat eine. Der hat eine coole Position da oben. Ich benutze es auch nicht, Namor. Ich benutze auch keine Glitches. Ich finde es nur interessant, dass es jetzt schon wieder rausgefunden wurde.